Sehr verehrten Damen und Herren, ich hoffe, Sie können mich gut verstehen. Ich habe mir gerade sagen lassen, dass eine solche Kulisse selbst der weltberühmte Festsaal des Bayerischen Hofs schon lange nicht mehr gesehen hat. Über 1200 Menschen sind inklusive der Galerie und dem Atrium hier in diesem Saal. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Anlass, der Sie herbeigeführt hat, ist auch ein bedeutender. Ich freue mich, dass Sie alle da sind. Aber heißen Sie mit mir willkommen einen der namhaftesten und bekanntesten deutschen Journalisten, den Experten und Kenner des Nahen Ostens wie kein zweiter, der in 5 Monaten seinen 90. Geburtstag feiert. Der heute Nachmittag vom Flughafen her gekommen ist und morgen früh wieder nach Frankreich weiterreisen wird und der seinen alten Freund Peter Gauweiler hier besucht hat, dem ich dafür herzlich danke, unseren verehrten Professor Peter Scholl-Latour. Ich habe es ein bisschen im Kreuz. Er würde natürlich gerne nachher auch im Stehen referieren, aber aus Rücksicht auf mich haben wir uns entschlossen, dass wir nachher im Sitzen zu Ihnen sprechen dürfen. Sie sind, wie wir diesen Termin ausgemacht haben, hatte ich ihn um eine allgemeine Beurteilung der Lage für Sie hier in München gebeten. Unsere Stellung in der Welt, die Debatte in der Außenpolitik, die aktuellen Folgen des arabischen Frühlings. Und wir haben uns zum letzten Mal ausgetauscht, Herr Scholl-Latour, in Würzburg, wo Sie mich eingeladen hatten für die Jahreshauptversammlung der deutsch-arabischen Freundschaft einen Vortrag zu halten. Und wir hatten damals gesagt, wir müssen mal die Folgen des arabischen Frühlings bedenken, die wir alle im Auge haben. Zum letzten Mal haben wir dies von uns aus in München diskutiert, Marian, vor 3 Wochen, wie wir bei dir in der israelischen Kultusgemeinde in München zu Gast waren. Und ich begrüße dich an dieser Stelle sehr herzlich. In der Gemeinde bewertet man die Dinge mit dem gleichen Ernst und mit der gleichen Sorge, die in der großen katholischen Weltkirche den Papst veranlasst hat, am vergangenen Samstag um 18 Uhr zu einem großen Weltgebiet für den Frieden aufzurufen. Und ich freue mich, dass die Bundeskanzlerin Merkel sich diesem Aufruf angeschlossen hat und erklärt hat, dass sich Deutschland an einen Militärschlag gegen Syrien unter keinen Umständen anschließen und beteiligen wird, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich lese vor, was der Papst am vorgestrigen Samstag erklärt und was gestern in allen katholischen Kirchen auf allen 5 Kontinenten verlesen wurde. Mit großer Sorge verfolge ich das Leid und die Situation in Syrien. Die Zunahme der Gewalt in einem Krieg unter Brüdern
verbunden mit zunehmenden Massakern und grausamen Taten, die wir alle auch in den schrecklichen Bildern dieser Tage sehen konnten, drängt mich erneut dazu, meine Stimme laut zu erheben, damit die Waffen schweigen. Nicht die Konfrontation eröffnet Perspektiven der Hoffnung für die Lösung der Probleme, sondern die Fähigkeit zur Begegnung und zum Dialog. Und damals ging es um die Konfrontation im Zusammenhang mit dem Einmarsch im Irak. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch damals hieß es Bush oder der Papst. Wir hoffen nach wie vor, dass sich der neue Präsident, der Friedensnobelpreisträger Obama, eines Besseren besinnt und dass er sich den Aufrufen der Kirche, dem sich jetzt auch der Zentralrat der Evangelischen Kirche in Deutschland angeschlossen hat, dass er dem folgt. Ein Militärschlag. Ein Militärschlag in Syrien ist jetzt der falsche Weg. Die Befassung der Vereinten Nationen ist selbstverständlich richtig. Aber ich erinnere bei aller Schwierigkeit der internationalen Gerichtsbarkeit, über die wir uns gerade wieder unterhalten haben, daran, dass die namhaftesten deutschen Vertreter des Völkerrechts und des Völkerstrafrechts den Bundestag jetzt wieder darauf hingewiesen haben, dass die Frage, wer an einem Giftgaseinsatz die Schuld trägt, bei aller Plausibilität der einen oder der anderen Beurteilung, dass diese Frage nicht entschieden wird von Amerika, sie wird auch nicht entschieden von Russland und sie wird auch nicht entschieden von Europa, sondern sie wird auch nicht entschieden vom Weltsicherheitsrat, sondern wenn er seine Statuten ernst nimmt oder besser ernst nehme, der Konjunktiv ist der Vater des Zweifels, dann würde er den Internationalen Strafgerichtshof beauftragen, so wie es in einem Fall vor 4 Jahren bei der Ermordung des libanesischen Ministerpräsidenten Hariri geschah, wo der deutsche Staatsanwalt Melis formal mit den Funktionen eines stellvertretenden UN-Generalsekretärs betraut nach Libanon geschickt wurde. Damals ist es zu sehr ungemütlichen, sehr unangenehmen Untersuchungen gekommen. Und ich kann mir vorstellen, dass solche Untersuchungen langwieriger und schwieriger sind, als eine Rakete zu zünden oder eine Bombe abzuwerfen. Aber sie haben in sich einen zivilisatorischen Anspruch, den am Ende auch die streitenden Parteien in Damaskus für sich in Anspruch nehmen. Ja, wir verurteilen das Regime des Präsidenten Bashar Assad. Aber wir wollen nicht ihn gegen einen Kommando der Al-Qaida ausgewechselt sehen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist nicht der Sinn. Wir haben ihn verurteilt, wie wir das frühere Regime des Diktators Saddam Hussein im Irak verurteilt hatten. Ein Diktator, der sich wie in seinen Nachbarländern auch nach oben geschossen hatte. Aber wir hatten damals schon davor gewarnt, dass ein Militärschlag vergleichbar sei wie der Stich in eine Krebszelle, die zu einer Explosion und nicht zu einer Heilung führen muss. Meine sehr verehrten Damen und Herren, und wir sind treu zu unserem wichtigsten Bundesgenossen, den Vereinigten Staaten. Aber wir wollen die Fraktion, die dort meint, mit Bombardieren, mit Flughäfen zerstören, mit Bomben schmeißen, Herrn Assad zu bestrafen, doch darauf hinweisen, dass durch eine solche Intervention weder Assad noch sein Bruder Bashir getroffen worden wäre, sondern wieder erneut Hunderte von syrischen Otto-Normalverbrauchers mit ihren Frauen und ihren Kindern, die gerade dem Giftgasanschlag, von wem er auch immer war, entronnen sind. Danach
Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Möglichkeit geben, die eine oder andere Frage zu stellen. Wir werden es nicht zu lang machen, um die Bündigkeit der Veranstaltung und die Dringlichkeit der Information durch unseren herausragenden Experten nicht zu zerreden. Ich freue mich, dass Sie hier unter uns sind und ich danke Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Ich darf noch mit mir begrüßen meinen Kollegen, den Landtagsabgeordneten Georg Eisenreich, Andreas Lorenz, die beide gekommen sind und denen ich dafür herzlich danke. Meine Kollegin Mechtit Wittmann und Kurt Niklas. Der Sohn eines alten Bekannten von Ihnen ist gekommen, Franz-Josef Strauß, hätte letzten Freitag seinen 98. Geburtstag gehabt. Ich freue mich, dass sein Sohn Max heute unter uns ist. Und ich freue mich besonders, Wilfried, wir sind in den letzten Wochen fast schon, das ist für mich eine Ehre, zu einer Art alter Ego geworden. Ich freue mich, dass der Chefideologe der CSU seit vielen Jahrzehnten, Wilfried Scharnagel, heute ebenfalls unter uns ist. Wilfried, und jetzt muss ich mich hinsetzen.